Ihr seid ein Spezialist für das Thema digitales Performance Marketing mit der Interactive Performance deiner Firma, die du seit ein paar Jahren machst. Du hast aber auch einen ziemlich langen Background schon im Digital Marketing, von dem du gleich ein bisschen was erzählen wirst. Und danach unterhalten wir uns darüber, was ihr Besonderes könnt im digitalen Performance Marketing. Das ist ja ein vielfältiger und umkämpfter Markt, aber ihr habt da eine ganz spezielle Positionierung gefunden, die ganz spannend ist. Darüber reden wir gleich. Aber erzähl doch erstmal ein bisschen von dir. Wie kommst du da? Wie bist du da hingekommen, wo du heute bist? Wie bist du in diesen ganzen digitalen Marketing-Kram reingeraten? Sehr gerne, Thomas. Ja, wie du schon gesagt hast, alter Hase mit 32 Jahren Vertriebs- und Marketingerfahrung, kann man das so hieb- und stichfest so sagen, obwohl ich mich gar nicht als alten Hasen fühle. Mhm. Eigentlich bin ich dazu gekommen im Jahr 2000 über das Stadtportal hamburg.de, wo ich das erste Mal mit Online-Werbung zu tun hatte. Ging damals darum, die Unternehmen der Hansestadt mit Online-Werbung zu versorgen. Mhm. Ich habe da nicht lange ausgehalten, bin ich ganz ehrlich, und bin dann 2002 zur AdPepper Media GmbH gegangen. Habe da den Digitalvertrieb, gerade das ganze Vermarkter-Thema kennengelernt und als Vertriebsdirektor im Grunde genommen mit auf gebaut in Deutschland, dann später in Europa, und habe diese Themen Online-Werbung, Online-Marketing, Datengenerierung damals schon begonnen. Mhm. Dann eine Sache gemacht mit dem großen Kunden Deutsche Telekom zusammen, oder ich habe dann quasi ein eigenes Unternehmen gegründet. Mhm. Wir haben von der AdPepper aus Unternehmenskunden und Mediaagentur gleichermaßen beraten, uns da doppelt aufgestellt. Mhm. Das war nicht ganz meine Strategie. Ich habe dann einen eigenen Laden mit der AdLink Media zusammen gegründet, also mit den Montabaurern. Und das Erfreuliche war, worauf ich hinaus wollte, die Telekom hat sich dazu entschieden, sich auch von dieser neuen Firma beraten zu lassen. Mhm. Sind ein paar Menschen mit mir dann hingegangen, und wir haben dann die NetDialogs GmbH 5 Jahre gemacht. Und danach gab es so verschiedene Stationen auf Vermarkterseite mit selbst gegründeten Startups, aber auch auf Agenturseite. Vieles ist gut gegangen, manches ist schief gegangen. Ich glaube, ich habe emotional viele Höhen und wirtschaftlich und emotional viele Höhen und Tiefen eines Unternehmerlebens hinter mir. Das gipfelte eigentlich jetzt 2017 im Mai darin, dass ich mir überlegt habe, was mache ich, versuche ich irgendwo in einer großen Agentur Fuß zu fassen, unterzukommen, dort wieder Erwartungen zu erfüllen, Erwartungen eines Investmentgebers, oder mache ich es als Unternehmer selber, und habe dann tatsächlich entschieden, ich mache es mit 47 Jahren mit der Interactive Performance nochmal selber. Mhm. Ein Schritt, der natürlich viele Gefühle in einem auslöst und nicht nur gute, wenn man so lange dabei ist, wie du schon sagst, auch 2017 in einen Performance-Marketing-Markt zu gehen, der ist nicht unbesetzt. Ja, wollte ich gerade sagen, das ist ja jetzt nicht so ein Jahr, an dem das total auf der Hand liegt. Das ist schon, da gibt es schon einiges, und deswegen kommst du sicherlich gleich dazu, was euer Spezialgebiet ist, was ihr Besonderes könnt, was euer spezieller Ansatz ist. Genau, wir mussten uns clever überlegen, wie stellen wir uns auf, wo gehen wir in dem Jahr rein mit dem wirklichen, echten USP der Firma. Kann es das sein, was es schon gibt? Nein, natürlich nicht, sondern es muss was Neues her. Interactive Performance steht auf verschiedenen Säulen. Eine sehr starke Säule ist das Display-Performance-Geschäft, wo wir nahezu mit allen großen Erstvermarktern zusammenarbeiten, ob Verlags- oder Sendergebunden, um eben Shops wie eine Bonprix mit neuen Kunden zu versorgen, dort Warenkörbe zu generieren, und auch für eine Commerzbank, die uns gefragt haben, wie einen Consultant eigentlich dann gefragt haben, wie schaffen wir es denn, mehr Wertpapierkonten, mehr Girokonten, mehr Kredite zu vermitteln, wie machen wir das über verschiedene Maßnahmen, die es noch nicht gibt, die neu sind. Und so haben wir uns aufgestellt. Display-Performance-Geschäft hat sich gut entwickelt. Was wir aber auch gesehen haben, bei einer DSP über DSPs einzukaufen, hat gewisse Kniffs und Tricke. Gerade Sichtbarkeit von Online-Werbung ist ein Riesenthema. Gerade das Thema Adblock ist ein Riesenthema. Oder auch, welche Traffic-Qualität generiere ich mir da?
Das sind so Themen, die uns im Display-Geschäft begleitet haben. Auch zu gucken, auf welche Technologie setze ich. Habe ich einen Ad-Server? Habe ich vielleicht in dem einen Ad-Server, den ich benutze, Dinge, die er nicht so gut kann, wo ich eine zweite Technologie brauche, um das clever zu kombinieren und zu verbinden? Da haben wir viel gelernt in den 3,5 Jahren bis jetzt, haben einen guten Job gemacht für viele Unternehmens- und Agenturkunden letztendlich auch. Display Performance, die eine Säule, riesengroße Säule. Wir haben die tatsächlich Ende 2017, Anfang 2018 viel stärker erwartet. Wenn ich mir denn einen Consent einhole vom User für den Cookie, kann ich mir dann nicht auch über den Consent hinaus gleich seine Personendaten und seine Kontaktdaten einholen? Und das ist eigentlich ein altes Thema, was mich seit 20 Jahren Digitalgeschäft zumindest begleitet, zu gucken, wie kann ich eine One-to-One-Kommunikation mit dem User ermöglichen? Wie kann ich ihn einmal einkaufen und immer wieder ansprechen? Das Thema Lead-Geschäft, Permission-Marketing, Opt-ins generieren, nicht für ein Cookie, sondern Opt-ins generieren für die E-Mail-Adresse, für die Postadresse, denjenigen zu kontaktieren. Das ist ein Riesenthema, was auch in dem Commerzbank-Case ein Thema war, zu gucken, wie segmentiere ich das Ganze. Okay, das sind eure beiden Hauptsäulen. Einmal das Performance-Display und dann das, wie nennst du es, Lead-Generation? Ja, ich nenne es tatsächlich Lead-Generation-Business, genau. Okay, die aber, wie du auch beschrieben hast, häufig zusammenspielen bei den Kunden. Die spielen ganz intensiv zusammen, ja, genau. Weil das Erste, was ich mich zu der ersten Säule gefragt habe, ist, ein Performance-Display-Geschäft kann ja eigentlich nur in einem relativ tief im Funnel funktionieren, wenn der Kunde eigentlich irgendwie Retargeting-mäßig daran erinnert wird, dass sein Warenkorb irgendwie, dass sein Warenkorb abgebrochen hat und dann irgendwie den abschließt. Oder wie funktioniert das? Das ist ja jetzt kein, also ein Performance-Display findet ja nicht weit oben im Funnel statt mit irgendwie völlig neuen Zielgruppen, die der Kunde noch nicht kennt, oder? Also Thomas, das ist genau das, was du ansprichst, wirklich was täglich da draußen passiert. Kunden kommen mit einer Erwartungshaltung auf Performance-Basis, auf Rev-Share-Basis, auf CPO-Basis, vorne im Funnel User in der Rekrutierung oder in der Awareness ansprechen zu wollen, wo wir einfach auch sagen, also was jetzt jemand nicht kennt und noch nie gesehen hat, das wird er nicht kaufen und das wird auf einer reinen Performance-CPO-Basis nicht funktionieren. Also du hast vollkommen recht, es ist natürlich ein Zusammenspiel aus einer ausgeklügelten Remarketing-Strategie, um dann als Unternehmen auch zu sagen, als Risikopartner des Kunden zu sagen, das, was wir hier im Remarketing an Erlösen generieren, das investieren wir auch gemeinsam, lieber Kunde, in Prospecting und in die Generierung neuer Reichweiten. Und da wird halt oft abgeschnitten und gesagt, hack mir das Holz, aber vorne wird dann halt die Erwartungshaltung da, die nicht zu erbringen ist manchmal. Und das Lead-Generation-Thema, die zweite Säule, macht, wie funktioniert das? Also das habe ich selber so aus der persönlichen Nutzung noch nicht gesehen. Hast du tatsächlich irgendwie einen Consent-Layer, der auch gleichzeitig sagt, tipp hier deine E-Mail-Adresse ein? Geht das? Darf man das? Könnt ihr das? Also tatsächlich war es so, dass vor einigen Jahren dieses Lead-Gen-Thema im Grunde genommen nur über Newsletter-Marketing abgebildet wurde. Das hat sich immer weiterentwickelt. Ja, wir alte Hasen kennen noch Display-Newsletter-Marketing, um Leads irgendwo zu sammeln. Das ist mittlerweile im Influencer-Marketing und im Social-Media-Marketing angekommen. Und da ist halt auch jedes Unternehmen dran gehalten und guckt, wo generiere ich die Daten und wo gehen die vor allen Dingen hin? Ist es schlau, über Facebook, Google und solche Unternehmen, die ihre Datentonnen irgendwo stehen haben, Leads zu generieren? Oder mache ich das vielleicht alles in Deutschland oder in Europa? Um die Frage darauf zu kommen, ja, also es gibt verschiedene Distributionskanäle und wir zeigen tatsächlich in Werbemitteln Datenfelder. Wir zeigen in den Ads Registrierungs-Opt-ins und leiten aber auch Traffic auf Landingpages und holen uns da tatsächlich den Matthias Seidler
in der Hohen Brücke 1 in Hamburg ab und setzen da ein Häkchen, um dann quasi das Opt-in zu haben. Und da spielen zwei Faktoren eine Rolle. Das eine, was ich den User frage, also den Matthias Seidler aus Hamburg. Das andere, was ich über, und da kommt unser Datenbankpartner Wisnode Marketing ins Spiel, das andere, was ich über den Matthias Seidler aus der Hohen Brücke noch anreichern kann an Daten. Und das war halt auch so interessant im Commerzbank-Case, auch in einem Case mit einem großen Konsumgüterhersteller. Bei Commerzbank war es tatsächlich so, dass wir gefragt wurden, könnt ihr segmentieren, könnt ihr die eingehenden Lead-Datensätze real-time auf Bonität, Kaufkraft, Wohnsituation, Familienanteil anreichern und uns die so zurückgeben, dass die Commerzbank in der Lage ist, jedem das richtige Produkt zu schicken, per Mail, in der Kommunikation und dann weiter so zu bewerben. Das macht eine Menge Sinn, weil der Uplift tatsächlich nicht ein vermuteter ist, sondern ein nachweisbarer. Man hat diese Datentonnen, 300% Uplift haben wir erzeugt auf diese Produkte im Vertrieb und das war eine super Case Study. Der andere Fall ist wieder Werbemittel mit Datenfeldern, Landingpages, wo wir für den Konsumgüterhersteller Leute registrieren, bei der aber der Hersteller vorher seine Bestandsdaten gescored hat, also über unseren Partner Bisnode einmal gesagt hat, bitte generiere mir einen Unternehmensscore, der auf mich passt. Wie sehen meine guten User, sehen meine guten Kunden aus, die meine Produkte kaufen? Um dann zu sagen, immer dann, wenn sich ein neuer Lead registriert, können wir über diese Realtime-Schnittstelle sagen, wie dicht ist der am Optimalkunden und wie weit davon weg, um letztendlich ein dynamisches Preismodell zu haben. Kein Kunde der Welt wird sagen, jemand, der ganz weit von meinem Idealkunden weg ist, für diesen Interessenten zahle ich jetzt einen hohen Lead-Wert. Hingegen jemand, der sehr nah dran ist, A, einen hohen Leadpreis wert ist und B, in der Conversion natürlich besser funktioniert. Und wir dann auch Hybridmodelle eingehen, wo wir sagen, komm Kunde, reduziere den Leadkosten, wir beteiligen uns am Ende am Upside. Okay, spannend. Du hast jetzt schon mehrmals diesen Datenpartner genannt, das würde ich gerne noch mal ein bisschen besser verstehen, wie das funktioniert. Bisnode, sagst du, sind die Kollegen. Da brauchst du ja irgendeinen Unique Identifier, anhand dessen die dann sozusagen diese Daten anreichern können. Ich habe verstanden, ihr sammelt eine E-Mail-Adresse ein von dem Kunden. Reicht das schon? Kann man über die E-Mail-Adresse dann mit diesem Partner zusammen sagen, der hat jetzt noch folgendes Haushaltseinkommen und folgende Wohnsituation, wie du es gerade genannt hast. Ist das der Identifier oder gibt es da noch andere? Genau, vielleicht noch ein Satz zu Bisnode. Die machen das schon sehr lange. Ist die alte Hoppenstedt, Dun & Bradstreet, deutsche Vertretung, glaube gerade gekauft worden für horrendes Geld, jetzt quasi Dun & Bradstreet Deutschland, haben eine sehr umfangreiche Geozellenmappe über Deutschland, wo sie anhand einer Mikrozelle sehen können, wie sind Leute in dieser Mikrozelle mit welchen Scorewerten und mit welchen Variablen versehen. Und tatsächlich ist es dann so, dass da eine Realtime-Schnittstelle besteht. Der Datensatz wird generiert, der Matthias Seidler mit seiner Postadresse, mit seiner E-Mail-Adresse. Und das ist dann für verschiedene Unternehmen auch interessant herauszufinden, was weiß denn Bisnode über die Hubraumgröße in dieser Mikrozelle? Was weiß Bisnode über die Gebäudeart? Über großes Thema wird nächstes Jahr werden die Telefonanschlussgeschwindigkeit und den Telefonanbieter. Um dann anhand dieser Regeln und dieser Variablen, die man am Lead generiert, sagen zu können, wie arbeite ich mit demjenigen weiter im Marketing. Und das funktioniert alles auch DSGVO-konform, weil alle Seiten, die da Daten aufnehmen, wie ihr, aber auch Bisnode, wenn sie ihre Daten generieren, einen User-Consent und AGBs und so weiter mit unterbringen und der Kunde die akzeptiert. Also tatsächlich ist das was wir uns jetzt nicht gestern überlegt haben, wir machen das mal, sondern der Professor Dr. Christoph Bauer ist unser Datenschutzbeauftragter, der sich das natürlich auch alles angeguckt hat und mal geguckt hat, was machen wir da. Es funktioniert deshalb so gut, weil der User-Consent, wie du sagst, die Checkbox zum Opt-in des Users ist in der Lead-Generierung eine Selbstverständlichkeit. Das, was TCF2 oder TCF1 jetzt die Consent-Geschichte einführt, ist in der Lead-Generierung schon immer da gewesen. Ich kann nichts machen, ohne dass der User mir zustimmt. Und klar, ein Thema ist, wie kommen denn die Daten von unserer Datenbank zu einer Bisnode? Das funktioniert natürlich verschlüsselt. Eine Bisnode ist DIN 2701 zertifiziert. Da kommst du also
auch nur mit Personalausweis ins Gebäude und solche Geschichten, dann kann man sich drauf verlassen. Also wirklich große Kunden, ja, wie gesagt, Commerzbank und andere verlassen sich drauf. Und Bisnode hat halt auch in dieser Riege Kunden. Und wir sind für diese Partnerschaft sehr dankbar. Mhm. Wir waren tatsächlich erst Kunde. Ja, wir sind da vor 3,5 Jahren hingegangen, haben andere auch gefragt, wie könnt ihr denn Realtime-Daten zur Verfügung stellen? Mhm. Bisnode hatte da die beste Lösung, haben wir uns als Kunde für entschieden. Und jetzt hat sich dann seit der Zeit eine tolle Partnerschaft daraus entwickelt. Mhm. Ja, interessantes Beispiel, ist ja auch nicht selbstverständlich. Man hört ja gerade so aus dem klassischen Programmatic-Business, dass ich jetzt irgendwie bei einer DSP irgendwie mir Datensegmente dazu kaufe und so. Das ist ja ein jetzt seit einigen Jahren auch ja schon erprobtes Thema, aber man hört da ja auch nicht immer nur Gutes. Ne? Man hört ja auch häufig Erfahrungen von Agenturen, die dann sagen, oder auch von Advertisern selbst, die dann sagen, am Ende sind die Daten häufig nicht ihren Preis wert gewesen. Ne? Und das ist ja auch in eurem Geschäftsmodell so, dass man sagen muss, die Daten werden ja sicherlich noch mal einiges teurer sein als einfach nur so ein ich targete Frauen über 40 Segment, das ich in der DSP kaufe oder so. Ne? Das, ja. Eure Datenaggregation, die ihr da macht, wird ja relativ teuer sein. Aber ihr habt eben mit verschiedenen Kunden auch schon bewiesen, dass der Preis gerechtfertigt ist und der Kunde einen entsprechenden Mehrwert generiert. Wir setzen zum einen da total auf Qualität und am Ende aber auch auf Conversion. Mhm. Denn nur was konvertiert, wird von Kunden auch langfristig betrieben. Mhm. Das Thema Daten in der DSP oder über DMPs, ja, bei uns ist es halt so, der aktuelle Intent des Users plus die Daten kommen im Blitz einer Sekunde zusammen. Mhm. Bei den DMP-Daten, die ich bei irgendeinem Anbieter kaufe, weiß ich nicht, ob der Intent jetzt gestern war oder ob die Daten dazu gestern waren oder ob die vor einem Jahr generiert wurden. Das kann mittlerweile alles anders aussehen. Mhm. Bisnode wegen der Größe tun einiges, investieren einiges in diese Datenpflege, die auch aktuell zu halten. Von daher, ja, wir haben die gleichen Erfahrungen. Also wenn wir jetzt irgendwelche Segmente auswählen, haben wir zwar natürlich ein TKP da dran stehen, aber der Effekt war noch nie so, dass alle Hurra geschrien haben und gesagt haben, jetzt haben wir es gefunden, so ungefähr. Mhm. Cool. Du hast jetzt von so ein paar E-Commerce-Themen, Shopping und Banking und so erzählt. Gibt es auch noch andere Branchen, in denen das funktioniert? Ihr habt bestimmt noch einiges ausprobiert. Gibt es auch welche, wo es nicht funktioniert oder wo es auch noch funktioniert? Ja, also das ist natürlich so eine Geschichte, gerade die Versicherungswirtschaft. Mhm. Das ist so ein Bereich, wo wir tatsächlich nicht so gute Erfahrungen gemacht haben. Also dann Leute zu generieren, sag ich mal, die gesetzlich versichert sind, aber über der Beitragsbemessungsgrenze verdienen, da gibt's ja viele Versicherungsunternehmen, die da ganz scharf drauf sind. Mhm. Und die zu generieren und zu finden, ist mal einmal sehr schwer. Mhm. Und das Zweite ist dann, was passiert, wenn ich solche Daten setzen habe, dann quasi in der Nachbearbeitung vertrieblich weiter. Mhm. Und ich habe selber ja 12 Jahre Versicherungsgeschäft gemacht, weiß, wie hart das ist, da so einen Krankenversicherungskunden zu überzeugen, das ist schon ein Brett. Und da muss ich sagen, da ist es dann wirklich nicht nur eine Frage der Daten, sondern wie gehe ich auf den rüber, wie konvertiere ich den? Mhm. Da tun wir uns ein bisschen schwer, würde ich heute tatsächlich sogar sagen, so KV-Themen und solche besser mit einem Direktvertrieb machen als über unsere Maßnahmen. Okay, aber du hast im Vorgespräch Konsumgüter erwähnt. Da gibt es schon noch Themen, wo das auch funktioniert, was ihr macht, wo ihr Kunden habt? Klar, Konsumgüterhersteller gibt es einige Themen, wo das funktioniert. Das ist auch ein Thema, was dann von der Menge her natürlich hochventiliert, weil das ein sehr breites Feld ist. Mhm. Aber letztendlich auch für einen Heizungsbauer, für einen Automobilhersteller und für diverse Kundengruppen ist diese Lead. Also das werden wir halt auch oft gefragt, für wen ist denn jetzt diese Lead-Generierung was? Mhm. Und ich hätte noch vor Jahren möglicherweise gesagt, ja, Konsumgüterhersteller ist so generisch, so breit, da musst du jetzt nicht unbedingt einen Lead-Datensatz generieren. Nee, Pustekuchen. Machen mehrere dieser mittlerweile immer intensiver. Aber auch da, wo es sehr beratungsintensiv und vom Targeting fein wird, Kreuzfahrer, all sowas, wo ich ganz genau gucken muss, wen habe ich denn da vor der Flinte, generieren die Unternehmen Datensätze. Ja, also bei Autoherstellern und auch Reiseanbietern und Heizungsbauern, was du erwähnt hast, kann ich mir gut vorstellen, was sie mit einem Lead machen. Aber was macht denn ein Shampoo- oder Schokoriegelhersteller mit einem Lead?
Naja, das geht ja dann meistens in den Bereich, dass der ein Interesse daran hat, Couponing zu machen. Um einfach zu sagen, jetzt habe ich hier meine Datenmenge, der Verbraucher steht im Lebensmitteleinzelhandel, der steht im Supermarkt und der entscheidet sich zwischen verschiedenen Shampoo-Herstellern immer neu. Ja, klar gibt es treue Kunden, die immer zu einem Shampoo greifen, aber es gibt natürlich auch die Wechselkäufer. Und da über Coupons und über Aktionen darauf marketingtechnisch eingreifen zu können, dass die Frau Seidler, wenn sie im Supermarkt steht, zu dem und dem Shampoo greift. Plakatives Beispiel jetzt. darum geht es ja am Ende, die Käuferströme zu steuern. Okay, ja, das ist auch kein so ganz unkomplexes Thema, weil dafür ja auch wieder irgendwie der Rewe-Laden irgendwie mit dem Gutschein, der Kunde druckt sich selber einen Gutschein aus und läuft damit im Rewe zur Kasse und sagt, jetzt ist hier dieses Shampoo günstiger, weil habe ich im Internet irgendwie bekommen. Das gibt's mittlerweile. Das gibt es mittlerweile. Da gibt es auch mittlerweile App-Anbieter und Couponing-Anbieter noch und nöcher, die mit dem Einzelhandel Kooperationen haben. Okay. Ich gehe nicht so weit, dass das macht jetzt die Interactive Performance alles ganz alleine. Das ist nicht das Thema. Aber das vorzubereiten, dann Couponing-Anbieter reinzuholen, die das abbilden und auch in den Einzelhandel, das geht schon. Ja, ich weiß, das ist lange Jahre genau ein Thema gewesen, wo es halt geklemmt hat. Absolut. Also ist ja auch nochmal ein interessanter Case, dass sowas jetzt funktioniert und sich in der Kombination mit dem, was ihr so macht, mit der Lead-Generierung, dann eben auch mittlerweile für einen Shampoo-Hersteller Sinn macht, irgendwie digitales Performance-Marketing zu machen. Das war ja nicht immer so. Na, das ist natürlich auch eine Frage, wie mittel- und langfristig will ich das betreiben. Coupons über Papier distribuiert sind heutzutage immer noch sündhaft günstig. Also da kannst du gar nicht so viel drucken, weil die Kosten so gering sind. Und da, glaube ich, aber findet jetzt auch ein Umdenken statt, zu sagen, okay, dann investiere ich jetzt einmal mehr. Und wenn ich den User gut behandle, dem gute Coupons gebe, dann bleibt der digital erhalten. Und dann habe ich da mehr davon, als die ganze Offline-Schose zusammengerechnet. Plus, ich will jetzt nicht von Nachhaltigkeit und Umwelt anfangen, aber am Ende geht es ein Stück weit auch darum, wenn ich am Samstag dieses Ding kriege und das Plastik aufreiße und dann quasi sauber trenne, so kann man es wahrscheinlich auch mittlerweile über Apps und über digitale Wege intelligent lösen. Klar, hängt aber dann auch davon ab, dass irgendwie die verschiedenen Läden, in die man sein Shampoo platziert, damit dann auch entsprechend umgehen können. Das ist ja auch beim Papier noch nicht komplett trivial, aber bei einer App wird es ja noch komplizierter. Absolut. Konkurrierende Lebensmittel-Einzelhandelketten, da geht es dann auch schwierig. Ja, geografische Verteilung, wenn man jetzt zum Beispiel, es sind natürlich Herausforderungen, ohne Frage. Cool. Habt ihr eigentlich an irgendeiner Stelle in dem ganzen Business, von dem du gerade erzählt hast, dass ihr selber macht, eigene Technologie oder ist das alles auf bestehenden Plattformen und Ad-Servern und was du erzählt hast, aufgesetzt? Also wir haben zwei lizenzierte Ad-Server, die nicht eigene Technologie sind. Das habe ich tatsächlich auch mal gemacht in einem Unternehmen, was ich gegründet habe. Wir haben das Kapital genommen, um einen Ad-Server zu bauen. Das war in der Rückbetrachtung nicht sonderlich schlau. Also, das kommt vor. Fehler müssen wir machen und dann lernt man draus. Das war ein sehr teurer Fehler, den ich bereue. Wir haben deshalb bei der Interactive Performance tatsächlich lizenzierte Technologie genommen. Im Ad-Server-Bereich, weil wir gesagt haben, da gibt es Leute, die beschäftigen sich den ganzen Tag lang damit. Datenbanksystem, diese Anbindung an die Biznode-Datenbank, die Reintegration von Score-Werten an Cookies, das haben wir tatsächlich bei uns in-house entwickelt und insofern auch eine Systemlandschaft, mit der wir das steuern. Auch die ganze Publisher-Anbindung zu neuen Kampagnen und diese Thematiken, das entwickeln wir tatsächlich in-house, genau. In Hamburg. Ihr seid hier ein kleines Team in Hamburg, wie kann man sich das vorstellen? Genau, wir sind 10 Mann mittlerweile hier in Hamburg. Hoffentlich nicht nur Männer. Nicht nur Männer, das ist tatsächlich sehr ausgewogen. Hälfte Frauen, Hälfte Männer, haben im Mindspace gestartet, in dem Instant Office und sind dann nach etwas über einem Jahr rausgegangen in die Hohe Brücke 1 und sitzen da jetzt im Haus der Seefahrt mit den 10 Leuten. Und ja, das teilt sich so ein bisschen in die Abteilung Consulting, Technologie halt, Projektmanagement auf und
Ist ein super Team. Die Leute sind auch stabil dabei. Ein Thema, Vertriebler zu finden, die es wirklich drehen, ist in diesem Geschäft auch nicht das Allerleichteste, sondern das müssen gesunde Leute sein, die sich selbst motivieren. Und da ist natürlich ein Thema, wo auch wir ein bisschen gucken mussten, wann haben wir den richtigen erwischt. Und aber da sind wir auf einem guten Weg. Cool. Da fällt mir noch ein, wer sind denn, wo kommen denn eure Kunden her? Sind das alles Direktbeziehungen oder arbeitet ihr auch mit Agenturen, für die ihr das dann macht und über die ihr dann auch einige dieser Kunden betreut? Genau, also wir arbeiten vornehmlich über Umsatzmittler, Agentur. Mhm. Wir wollen gerne mit den großen Agenturen zusammenarbeiten. Nichtsdestotrotz würden wir nicht Nein sagen, wenn jetzt ein Kunde anruft und sagt, wir müssen unbedingt mit euch arbeiten, macht uns mal ein Angebot. Klar machen wir das. Wir versuchen aber natürlich schon zu gucken, wenn wir wissen, Kunde XY ist jetzt bei Agentur Z in Düsseldorf, dann machen wir das mit der Agentur partnerschaftlich. So wie unsere Dienste gewünscht und gefordert sind. Ja, cool. Das heißt, man kann sich aber sowohl als Agentur als auch als Direktkunde erstmal bei euch melden und dann schaut ihr, wie ihr... Wir freuen uns über jede Anfrage und schauen uns dann an, wie wir das am besten kanalisieren, dass alle im Markt Beteiligten da happy sind. Cool. Dann würde ich sagen, vielen Dank für die Infos und das war irgendwie spannend, mal wieder zu hören, dass es auch nochmal in diesem Thema auch interessante Nischenplayer mit neuen Geschäftsmodellen, die ich so bisher noch nicht gehört hatte, gibt. Also finde ich ein spannendes Thema, wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg als schönes Beispiel dafür, dass es auch im deutschen Agentur, AdTech und Programmatic-Markt auch immer noch mal irgendwie spannende, schlaue, neue Gründungen gibt, auch 2017 und auch heute noch erfolgreich. Ja. Freut mich sehr. Freue mich, dass du hier warst und wir uns hoffentlich bald im März auf der D3Con wiedersehen. So machen wir das, Thomas. Klasse. Vielen Dank. Vielen Dank, Matthias. Und bis bald. Bis bald. Schon angemeldet für unser nächstes Event? Wenn Sie auf unserer Webseite d3con.de/Anmeldung den Rabattcode Podcast eingeben, erhalten Sie 50 € Rabatt auf alle Tickets. Wir sehen uns bei der D3Con.